Thema heute Übungen und Ansätze für Körperberechnung. Ich möchte mal auf Folgendes verweisen. Beispiel: Wir haben eine Aufgabe, die wird immer sehr gern genommen in allen Klassen. Wir stellen uns mal vor, wir haben hier einen Tunneldurchgang. Der Tunnel wird euch noch bis sonst wann hin verfolgen. Und dieser Tunnel, der hat hier und hier eine Art Fußweg. Also hier ist eine Kante, das ist eindeutig, oder weißer Streifen. Hier fahren die Autos im Mittelbereich, hier dürfen Radfahrer und Fußgänger durchgehen. Und interessanterweise heißt es, wir wollen mal wissen, wie hoch ist diese Höhe. Also wie groß könnte jetzt, wenn ich das mal so skizzieren darf, wie groß könnte ein LKW maximal sein, wenn er bis an den Rand ranfährt und ne, so ein Ding fährt hier und die Höhe wollen wir ermitteln. Also darum geht's. So, Ideen. Es handelt sich um einen Halbkreis. So, 8. Klasse. Wir hatten uns Folgendes überlegt. Wenn ich hier einen Mittelpunkt einzeichne, Tunnel, ich hatte gesagt, ist ein Halbkreis. Und dann hier mal den Radius andeute, okay, dann wird klar, ein Halbkreis. Was ist denn aber sowas hier? Wie hieß der Kerl doch, der das erfunden hatte? Euklid? Ah. Thales? Oder wie hieß der? Beides, ne? Das ist ein sogenannter Thaleskreis. Also wenn ich einfach sage, ich nehme hier den Mittelpunkt, ziehe den Halbkreis nochmal nach, dann kann ich hier, ganz egal, kann ich hier, egal wo, immer ein rechtwinkliges Dreieck bilden. Selbst hier, ganz am Rand und so weiter. Ich nehme das mal wieder weg, damit man das sieht. So, hier geht es um dieses Dreieck. Also, nochmal nachgemalt ein bisschen. Aua. Um dieses Dreieck geht's. Jetzt weiß ich, ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn ich hier ein rechtwinkliges Dreieck habe, gelten pythagoreische und euklidische Zusammenhänge. Wenn ich die Höhe ermitteln will und ich weiß zum Beispiel die Breite des Fußweges, 1 Meter, hier auch 1 Meter, und dann sagen wir mal 1, 2, 3, ja, Radius wäre 3 Meter vom Kreis, ne? Dann, also R, Halbkreis, ist 3 Meter. Dann kann ich mir vorstellen, wie ich hier weiterrechnen muss. Wie geht's weiter? Es scheint ja wirklich einiges verloren gegangen zu sein. Gucken wir uns mal die Hypotenuse an. Die teile ich mal auf in diese zwei Stücke hier. Ah, ich mach's mal dick, fällt's besser auf. Also, das ist dieses Stück und dieses Stück. Hierzu sagen wir Q. Nee, kein schönes Q. Also, jetzt wieder. Hierzu sagen wir Q. Und hierzu sagen wir P. Hier auf der rechten Seite. Und wie war das doch? H Quadrat ist Q mal P. Ha? Funkelt es langsam wieder? Schön. So, jetzt brauchen wir bloß noch zu überlegen. Also, wenn es von hier bis hier 3 Meter sind, habe ich hier nochmal 2. Also ist Q 2 Meter, 5 Meter. Und P ist 1 Meter. Und das wäre das Quadrat. Also sage ich, okay, dann ist H die Wurzel aus diesem Käse. Wurzel aus 6, könnt ihr mal bitte schnell eintippen. Also 2,449 Meter. Sagen wir rund zur Sicherheit 2,40 Meter, ne? Falls der LKW hier wirklich durch will und vielleicht mal zu viel Luft aufgepumpt hatte. Gut. Ich erinnere nochmal an solche Ansätze. Das heißt, also Pythagoras ist ja schön und gut. Noch eine andere Geschichte. Bleiben wir mal bei unserem rechtwinkligen Dreieck. Rechtwinkliges Dreieck, kurz mal angedeutet. Sagen wir doch hier zu der einen Seite sagen wir A, weil hier eigentlich mal der Punkt A war. Zu der sagen wir B, zu der sagen wir C. Jetzt schmeiße ich mal hier eine Höhe wieder ins Gefecht. Hier oben wäre der rechte Winkel. So. Jetzt gibt es noch einen Zusammenhang, und zwar der Kathetensatz. Wie war der? Ich sage nochmal schnell wieder, nenne ich dieses wieder Q und P. Man kann sich das übrigens immer schön vorstellen. Q und P sieht aus wie so ein Kringel. Wenn ich das andersrum mache, dann sieht das ein bisschen verrückt aus. Ich merke mir immer diesen Kringel. Das ist, glaube ich, sieht einem Enterzeichen ähnlich, wenn man mal in alten Word-Programmen nachguckt. Daher komme ich drauf. Also, dann mal los. Was ist mit Q und P und A und B? Mal schnell.
A Quadrat ist P mal C und B Quadrat ist Q mal C. Also, A und P gehören zusammen, das passt. Und dann mal C genommen. Ich habe jetzt keine Lust, das herzuleiten. Aber das spart einen Haufen Schnickschnack. Typische Aufgabe in solchen Büchern ist dann immer, man hat es mit einem sägezahnförmigen Dach zu tun und man weiß halt die Höhe nicht hier, aber man weiß, wie lang dieses Stück ist. Also wenn ich von unten gucke, kann ich von innen messen und sonst was und ich möchte wissen, diese Seite oder, ne? Also es sind so typische Industriedächer, da kann man diese Aufgabe hier reinlegen. Also hier, ich habe die Höhe, ja, da komme ich dann später ran, aber ich habe das hier und naja. Solche Ansätze. Jetzt wurde ich aber gebeten, dass wir nochmal eine Aufgabe rechnen zusammen. Dann schießt mal los. Ihr schreibt gegeben gesucht Lösung mit und dann los. Gut, also mal eine andere Aufgabe. Und zwar aus einer 0,3 Dezimeter starken Eisenplatte sollen runde 25 Kilogramm Hantelscheiben. Oh, ich hatte Handelscheiben. Naja, Hantelscheiben mit einem Loch für die Hantelstange von 25 mm hergestellt werden. So, jetzt haben wir das notiert. Frage ist, welchen Außendurchmesser müssen die Scheiben haben? Also, dA der Scheibe. Dann schreibe ich hier noch ein dA ran, das wäre dI. Fertig. So, was noch gegeben war in der Aufgabe davor, die Dichte von Eisen, also Stahl ist ja auch bloß Eisen mit Kohlenstoff drin, ist 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. So, dann mal los. Lösung. So, jetzt haben wir hier, wir gehen übers Volumen ran, wir wollen also dA wissen, also müssen wir irgendwo dA, in diesem Fall schreiben wir mal nicht dA, sondern schreiben wir dann Groß D und dann ist das Klein D, DI, okay. Dann kommt man mit dieser Formel schon weiter, aber einen Haken hat die ganze Sache. Welchen? Ne, wir können ja alles gerne einsetzen und umstellen und sonst was machen. Das ist ja eigentlich nur Technik, aber wir haben das V nicht. Wie kommen wir an V ran? Gucken wir wieder nach. Irgendwas steckt hier in der Dichte versteckt, nämlich Rho ist M durch V. Rho ist M durch V. Die Masse haben wir gegeben, die Dichte haben wir gegeben, also stellen wir um. Mal V durch Rho. Und dann geht das schon mal los. Also, dann haben wir hier, was wollte ich machen? V ist gleich M durch Rho. Dann wird eingesetzt 25 Kilogramm geteilt durch 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Durch, ne? Doppelbruch. Daher kommen die Kubikdezimeter oben drauf. Habe ich in anderen Videos ausreichend erklärt. Jetzt bin ich hier, nachdem ich die Einheiten rausgekürzt habe, soweit bereit, dass ich sagen kann, 25 durch 7,8. Da Gesundheit, dann kommen auch Kubikdezimeter raus. Was habt ihr eingetippt? Dann kam erstmal schon ein Zwischenschritt raus. V ist 3,205 Kubikdezimeter. Das können wir jetzt hier einsetzen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt wäre es ein bisschen Wahnsinn, hier alles einzusetzen und umzustellen. Stellen wir die Formel mal um. Wir wollen letzten Endes hier das D haben. Na denn. Was machen wir? Mal h stört durch 4 stört und mal pi stört. Also mal 4 durch h und durch pi. Auf einen Schlag werden wir ärgerlos. V mal 4 durch h und pi. Auf einen Schlag sind wir den Ärger los. Ist gleich, jetzt können wir die Klammern weglassen, weil es keinen Grund mehr gibt, dieses vorher auszurechnen. Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat plus Klein D Quadrat. Dann steht hier, ich schreibe mal 4V durch Pi und H. Ich drehe das mal um, weil es mir besser gefällt. Plus Groß D Quadrat ist gleich Klein D Quadrat ist gleich Groß D Qua, ach was, der Deibel, über alles die Wurzel und dann habe ich das D. Jetzt kann ich einsetzen, jetzt kann es losgehen. So, also ich hatte schon gesehen, jetzt, da war noch nicht mal viel gemacht, da fingen die ersten schon wieder an zu tippen. Wahnsinn und albern. Deswegen kommt auch so ein Blödsinn bei raus, bei den meisten. Bis hierhin wird geschrieben, alle Einheiten werden gekürzt, es wird mal überlegt, was rauskommen muss und dann wird eingetippt. Was muss rauskommen? Der Überschlag, der wäre wie folgt.
Wurzel aus folgendem. Dezimeter kommt hinten raus, das sieht man, das ist nicht das Problem. Ist rund d. Die 4 und das Pi, die kürzen sich, das bleibt nur 1. Also 4 durch, ich runde ganz stark auf, das bleibt nur 1. Und 3 durch 0, also 3 durch 0,3 wird erweitert, indem ich sage, los, 1 nach vorne. Das Komma 1 nach hinten. Dann habe ich hier 30 durch 3, 10, plus einen ganz kleinen Rest. Wurzel aus 10 ist ungefähr 3. Es muss also ungefähr was mit 3 Dezimetern rauskommen. Ganz rund. Das ist das, was rauskommen muss. Ungefähr. In diesem Bereich muss ich liegen. Wenn ich was anderes rauskriege, dann habe ich schlecht getippt. Was habt ihr raus? Und wir haben raus. Jetzt schreibe ich das Ergebnis mal hier rechts hin, weil ich den Überschlag da hingeschmissen ist. 3,77 Dezimeter ist groß D. Wenn man Kopierpapier kauft, sieht man folgende Angabe auf dem Karton. Und zwar, da steht dann irgendwo in der Ecke 80 Gramm pro Quadratmeter. So ungefähr steht das da. Das ist eine Qualitätsfrage. Wenn zum Beispiel 300 Gramm pro Quadratmeter dasteht, dann ist es kein Kopierpapier mehr, dann ist es Karton. Also Zeichenkarton, ganz fester, guter Zeichenkarton. 120er Papier ist schon sehr gutes Papier, schweres Briefpapier. So gut, also das steht jedenfalls da. Das ist eine Angabe, die steht da einfach so wild in der Gegend rum. Und wir möchten wissen, die Masse eines Blatts A4 Papier. So, jetzt müssen wir erstmal an A4 ran. Jetzt gucken wir und messen und sehen da, so ein A4 Papier hat folgende Maße, 210 mm und 297 mm. Na denn. Hau ruck. Jetzt finden wir aber nicht viel im Tafelwerk. Jetzt legt mal los. Ansatz bei der ganzen Sache ist eine Verhältnisgleichung. Wenn ich sage, 80 Gramm ist die Masse von einem Quadratmeter, dann kann ich sagen, und Masse A4 ist dann, tja, auf welche Fläche bezogen? Und da muss ich kurz innehalten, denn wir müssen erst die Fläche von diesem Papier ausrechnen. Mach das mal. Jetzt haben wir schnell mal ausgerechnet, das sind 21 cm mal rund 30 cm, ne? Kommt hin. Also, irgend sowas mit um die 600 Quadratzentimeter. Wie viel Quadratmeter sind das aber? Das müssen wir jetzt erst klären. Machen wir einen Zwischenschritt. Das wären also 6,23 Quadratdezimeter. Machen wir noch einen Zwischenschritt. 0,0623 Quadratmeter. Immer zwei Stellen. Wenn ich hier noch eine Stelle darüber springe, dann muss ich noch eine 0 einfügen, damit ich zwei Stellen springen kann. Also ist meine Verhältnisgleichung schon fast fertig. 0,0623 Quadratmeter. Wie kann ich die lösen? Es stört durch 0,0 und so weiter. Und wenn das jetzt so dasteht, dann kann ich lostippen. Quadratmeter, ich sag's auch noch. Und schreib Quadratdezimeter. Jetzt kommt der große Check. Habe ich die Einheiten richtig? Jawohl. Wenn ich die kürze hier, bleibt eine 1 stehen, es bleiben Gramm stehen und das ist ja das, was ich suche. Na dann los. Tipp, tipp, tipp bitte. Es kommen raus 4,8 Gramm. Ist die Masse eines A4-Blattes. Passt auch ganz gut, denn 4,8 Gramm dreimal, drei Blatt passen in ein Kuvert und dann noch eine Briefmarke und das Kuvert dazu und dann haben wir knappe 20 Gramm und das ist für eine 58 Cent Marke die Höchstmasse. Das Höchstgewicht hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay, Antwortsatz, und so weiter und so fort. Also AW, tralala. Erspare ich mir jetzt wegen der Videolänge. So, ich schließe das Video an der Stelle ab. Ich wünsche euch eine schöne Pause.